Der Moment unseres Lebens, in dem wir uns zum ersten Mal in jemanden verlieben, an den Augenblick erinnern wir uns oft zurück. Da haben wir das Gefühl, dass egal wie laut die Welt ist, in diesem Moment sind wir wirklich verschmolzen mit dem Hier und Jetzt. Da hören wir nichts anderes aus, vielleicht so das Klopfen unseres Herzens. Und genau das passiert auch in der Stille unseres Alltags. Die Menschen sind heute so abgelenkt von ihren Mobile-Phones, von den E-Mails, von dem Leben da draußen, dass sie sich nach nichts mehr sehnen als ein bisschen Urlaub im Alltag. Wir fahren dann 14 Tage auf Urlaub, wir gehen auf Kur, wir fahren an irgendwelche Badeorte, kommen aber zurück in den Alltag und merken, wir können mit dem Lauten der Welt nicht umgehen. Und gerade 10 Minuten im Alltag, wo wir einfach nichts tun, wo wir in die Stille gehen, hilft uns zu trainieren, im Alltag auch die kleinen Unterbrechungen wirklich lieben zu lernen. Der nächste Stau, in dem wir sind, wenn uns mal die U-Bahn davonfährt, wenn mal etwas nicht so funktioniert, wie es sein soll, wenn der Computer abstürzt, das sind alles Einladungen des Lebens, einfach mal nichts zu tun, sondern loszulassen und zu warten, bis die nächste Gelegenheit kommt. Die Stille ist es, die uns Menschen auch hilft, die echten Gedanken wahrzunehmen. Ein Meister wurde eines Tages von seinem Schüler gefragt: Meister, warum wisst ihr so viel über das Leben? Und der Meister antwortete: Das Meiste hat mich der Fluss gelehrt. Damit meinte er, dass wir einfach mal sitzen sollten, einen Fluss beobachten, die Bäume, die Natur, die Vögel. Das, was um uns herum passiert, dann merken wir, dass die Welt, in der wir leben, voller Magie ist. Aber wir glauben immer, wir müssen tun, 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 um als Mensch wahrgenommen zu werden. Aber das stimmt nicht. Und bevor das nächste Mal der nächste Stau kommt, der Computer abstürzt, ist meine Empfehlung, dass wir uns einfach mal bewusst im Alltag, in unserem Kalender eintragen, 10 Minuten nur für mich. Weil das hilft uns, mit den großen Herausforderungen des Lebens besser umzugehen.